Vor 3 Jahren hat Victor Della Parte für das Team Fradlberg den Österreich-Tour-Gesamtsieg geholt. 3 Jahre später gibt es den Auftakt hier in Fradlberg, speziell in Feldkirch, Samstag und Sonntag, 1. und 2. Etappe. Bei mir steht jetzt der Teammanager vom heimischen Radrennstall, Tom Kofler. Was darf man erwarten von der 70. Auflage der Österreich-Radrundfahrt, speziell jetzt aus Fradlberg, die 2 Etappen? Ja, ich denke, wir haben auf jeden Fall alles vorbereitet, dass es wirklich ein Radsportspektakel wird. Ich hoffe, die Zuschauer kommen. Es ist angerichtet. Wir haben Weltklasse-Athleten hier. Wir haben 4 Mannschaften aus der World Tour dabei. Tour de France-Sieger dabei. Wir haben Tour de France-Etappensieger dabei. Weltmeister, Giro d'Italia-Sieger, aktuell von heuer, von diesem Jahr. Der russische Meister ist da, der Vizemeister aus Italien. Und natürlich eben, ich denke, dass das schon das Sahnehäubchen sein wird von der Tour, der 70. Auflage. Und ich denke, am Samstag 11 Uhr wird es dann richtig spannend werden, weil die Strecke, wo wir gewählt haben, ist nicht ganz einfach. Und ich hoffe, unser Team kann auch speziell auf den 2 Etappen auch vorne mitfahren. Wir stehen jetzt hier schon beim Startzielgelände am Leonhardsplatz. Samstag und Sonntag, da wird sich's abspielen. Ich hoffe es. Also ich denke, ja, im Endeffekt, der Radsport hat doch die letzten Jahre ordentlich aufgezeigt, dass er sehr publikumswirksam ist. Es ist auch natürlich ohne Eintritt anzuschauen. Also die Gäste und Zuschauer können kommen, man zahlt keinen Eintritt und bekommt doch Spannung pur geboten. Und ich denke, speziell eben der Bereich im Zielgelände wird hoffentlich beben. Und für Stimmung ist auf alle Fälle gesorgt. Es ist ein riesengroßes Rahmenprogramm in Feldkirch und es macht schon Spaß, auch jetzt das auch final vorzubereiten. 20 Weltklasse-Teams aus vielen Nationen sind am Start bei der 70. Jubiläumstour der Österreicher Radrundfahrt. 7 Fahrer aus dem heimischen Radrennstall, ist auch ein Dornbirner dabei, Daniel Geismeier, Tom Kofler. Was darf man speziell jetzt aus Fradlberger Sicht von diesem starken Fahrer aus Dornbirn erwarten? Ja, es ist der Jodok Salzmann noch dabei, auch ein Dornbirner im Team von WSA Graz. Und eben Daniel Geismeier hat heuer bereits einige Male gezeigt, dass er stark ist. Er ist nicht allzu viele Straßenrennen gefahren. Ist natürlich nicht unbedingt ein Vorteil. Er muss schauen, dass er die 2, 3, 4 Etappen in unserem Jargon, sagt man, überlebt. Dass er keine großen Zeitrückstände sich einhandelt. Und je länger das es geht, schätze ich Daniel immer stärker ein, weil er einfach dementsprechend eine physische Ausbelastungsmöglichkeit hat. Und ich denke, er ist richtig fit. Und ich hoffe und wünsche es ihm natürlich speziell, dass er als Fradlberger eine gute Österreich-Rundfahrt fährt. Wer könnte sonst noch? Der Patrick Schelling hat eigentlich auch die letzten Rennen positiv, super ist er gefahren. Absolut, also er hat bei der Schweizer Meisterschaften am Sonntag als 2. wirklich für mich eine sensationelle Leistung gebracht. Er ist in Topform und war schon Gesamt-3. Der Österreich-Rundfahrt 2016. Aber wir haben heuer so eine breit aufgestellte Mannschaft, dass auch ein Can Frieseke auf Etappen absolut vorne mitfahren kann. Auch gesamtwertungsmäßig hoffe ich, dass vielleicht Matteo Badilatti, eben Daniel Geismeier und Roland Thalmann dort auch ein Wörtchen mitreden können. Und man wird dann sehen, wer im Kitzbüheler Horn am Montagabend dann vorne ist, und für den wird dann auch gefahren. Speziell für die Zuschauer, die tausenden Zuschauer hoffentlich dann an der Rennstrecke entlang im Walgau und auch hier im Startzielbereich beim Leonhardsplatz, wer sind so die großen Favoriten? Ja, ich denke doch, dass Bahrain Merida, sie hat für mich die beste Mannschaft am Start mit Enrico Gasparotto, mit dem Giovanni Visconti, mit dem italienischen Vizemeister und natürlich mit Hermann Bernsteiner. Und dann natürlich Astana mit Lutsenko, dem aktuellen Meister aus Russland. Ja, und ich denke auch die Teams aus der 2. Kategorie sind super stark mit CCC. Die Polen und natürlich die Italiener und ob es die Belgier, ja, schauen wir, wie es die Belgier in dem Hochgebirge haben, aber ich schätze doch auch Ricardo Zeudel vom Team Felbermayr-Wels stark ein. Und es wird auf alle Fälle spannend, weil die Rundfahrt heuer so breit besetzt ist wie wirklich noch nie. Und vor allem ist sie so schwer wie nie. Also ich denke, der Sieger wird sich verdient haben, die Österreich-Rundfahrt zu gewinnen.
Natürlich wünscht sich der Tom Kofler einen Heimsieg, speziell am Samstag. Das wäre natürlich das Sahnehäubchen. Das hätten sie sich auch verdient, weil die bisherigen Rennen lassen sehr, sehr viel erwarten. Absolut, aber ich denke, so an einem Tag muss dann alles zusammenpassen, auch die Rennsituation und die Abfahrt eben von Göfis runter Richtung Schattenburg. Da muss dann alles zusammenpassen, weil ich denke, die ist so schnell, mehr runter, sicher über 100 km/h oben. Und ich hoffe einfach, dass es sturzfrei geht und dass sich die Sportler nicht verletzen und dass sie auch mit Hirn fahren. Und oftmals ist dann besser, ja, man sieht dann wirklich die Notbremse, als man dann mit dem Roten Kreuz durch zum Krankenhaus und weggefahren muss. Aber ich gönne und ich traue unserem Team einiges zu. Danke und viel, viel Glück vom Fradlberger Online. Drückt die Daumen, dass der heimische Radrennstall ganz, ganz vorne mit dabei ist. Dankeschön. Dankeschön.